Hallo erstmal und herzlich willkommen, Freunde des Weltraums. Heute steht auf dem Plan wieder Astrometica. Da habe ich ja vor einem halben Jahr vom Prolog schon mal ein Video gemacht. Und nun ist der Playtest erschienen. Es gibt eine Menge Änderungen und die würde ich euch gerne vorstellen heute. Viele Spieler meinen ja, dass das Game ein Subnautica im Weltraum ist. Und ob es das wirklich ist nach diesen ganzen Änderungen, das gucken wir uns jetzt mal an. So, und da sind wir schon drin und wie wir sehen, da gibt es schon die ersten kleinen Änderungen bezüglich der Grafik, denn so wie das aussieht, haben sie neue Modelle. Also jedenfalls sieht das für mich so aus, als ob die Kapsel oder die erste kleine Raumstation oder unsere erste kleine Base komplett neu gemacht wurde. Ja, sieht auch so aus. Ja, wir haben jetzt hier ein paar Kisten. Interact. Linke Maustaste. Was haben wir denn da? Medkit. Nehmen wir mal mit. Dann haben wir einen gefüllten Sauerstofftank. Das ist hier unser Konstruktor. Da können wir halt hier die ganzen Sachen herstellen. Und was ist hier drin? Hier haben wir Wasser und Essen. Ja, von der Umgebung her hat sich auch einiges getan. Also es sieht so aus, als ob es hier so verschiedene Gebäude, Wracks, Meteoriten und auch merkwürdige Kuppeln da unten gibt halt eben. Das ist neu. Zack, das haben wir. Jetzt sollen wir einen Jetpack herstellen und dafür brauchen wir zweimal Kohle, zweimal Eisen, einen Kupferdraht und dafür brauchen wir wieder Kupfer. Kupfer haben wir ja da. Das heißt, Kupfer haben wir auch. Also fehlt uns zweimal Kohle. Ah ja, einmal Kohle haben wir. Muss ich das nicht jetzt anlegen? Das Ding? Kann man rechtsklick drauf? Oh nein. Ah ja, da einfach reinziehen. Weil kein Slot beschriftet ist, weiß man das natürlich nicht. So, ich denke mal, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Freiraum beim Sauerstoff. Und können uns ein bisschen weiter rauswagen. Was wir brauchen, ist natürlich Kupfer und Kohle. Halt, hier ist Kupfer. Das ist Kohle, Entschuldigung. Wasser nehmen wir auch noch mit. Jetpack. Ja, der Jetpack. Den haben wir auch hergestellt. Einfach links klicken geht auch. Ja, sortieren, das fand ich auch damals schon recht gut. Und eine ganz interessante Geschichte, die kenne ich so nicht. Die hat nur Astrometica. Wenn man die Shift-Taste gedrückt hält, dann zieht man quasi alle von derselben Sorte rein. Shift, Linksklick wieder raus, hat man wieder alle. Oder man nimmt halt eben ohne Shift, dann hat man einen einzelnen. Finde ich eine super tolle Geschichte. Also sie haben das vom Spielfluss her auch einiges geändert. Es ist deutlich einfacher jetzt, an Sachen zu kommen. Finde ich gut. So kann man sich halt mehr auf das Erkunden und das Genießen des Universums kümmern. Und gleichzeitig natürlich auch um den Basisbau. Das übrigens ist auch ein Hauptmeilenstein in diesem Spieltest. Dieser Basisbau und natürlich Fahrzeuge. Es soll zwei Fahrzeuge geben. Gucken wir mal, was sind das hier? Ach, das ist ein Container. Eine Kraftzelle haben wir. So, wir gehen mal da runter zu dem großen Asteroiden. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Irgendwo werden wir schon Silber finden. Ja, da ist auf jeden Fall erstmal ein Safe und eine Tür.
Okay, können wir mal rein hier. Ah, guck mal, hier ist Silber. Seht ihr? Habe ich mir doch gedacht. Und so wie es aussieht, können wir hier atmen, was natürlich sehr clever ist. Ja, die Station, die gab es im Prolog ja auch schon. Ah, Stoff, ein Space Donut und ein bisschen Wasser. Das ist aber nett, haben sie auch an einem gedacht. Oh ja, hier gibt es noch ein bisschen Silber. Wir gehen mal trotzdem gucken, vielleicht finden wir noch was Interessantes. Wenn nicht, können wir ja noch irgendwas wegschnatzen. Aber so wie es aussieht, kommen wir hier nicht vorbei, doch? Doch, geht. Müssen uns ein bisschen durcharbeiten. Da ist... Aha, was ist da? Ah ja, wir brauchen... Hier brauchen wir einen Scanner. Hier ist noch ein Silberasteroid. Okay, und was ist das da hinten? Oha. Hier sind noch Eisen. Uiuiui, wie oft müssen wir denn dann hier laufen? Ah ja. Da kann man die jetzt, die kleinen Stücke aus diesen Asteroiden brechen. Oh ja, Sauerstoff. Wird knapp. Schaffen wir noch. Ui, das ging aber gerade so gut. Na, mal schauen, mal gucken. Was das hier ist. Sieht merkwürdig aus. Oh ja, da brauchen wir auch ein bisschen. Und jetzt sind wir gespannt. Was wird es sein? Das war Gold gewesen. Aha, okay. Ein Lasertool und ein Builder-Tool. Für den Builder-Tool brauchen wir den Data-Transformer. Und eine Batterie. Und dafür brauchen wir Kohle. Einmal Kohle. So. Ja, das Builder-Tool. Rechtsklick drauf und dann können wir losbauen eigentlich. Base Building, Machines. Ach, guck mal an, da können wir ja jetzt auch unsere, wahrscheinlich unsere Lagerkisten bauen. Medium Storage, Small Storage, Decoration. Na gut, dann bauen wir das Ganze mal. Jo. Hier in die Mitte rein. Wir müssen ja einfach nur erstmal ein Habitat bauen. So mittig hier rein wäre ganz gut. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Airlock. Ist, glaube ich, besser. Ah, okay. Sieht interessant aus. Da haben wir jetzt einen Airlock. Und wir sollen noch jetzt einen Korridor bauen. Den hätte ich wahrscheinlich vorher setzen müssen. Egal, dann machen wir nach hinten raus noch einen. So, fertig. Jetzt müssen wir da irgendwie rein. Einmal durch hier. Sehr schön. Und dann sind wir erstmal drin. Und können dann jetzt erstmal die Geräte aufstellen. Irgendwie ist es ein bisschen dunkel hier drin, aber das ändern wir noch. Ich habe außerdem schon ein paar Besorgungen gemacht. Und wir können jetzt auch gleich mal das Power Management angehen. Wir sollen ein Power Panel bauen. Ein Power Panel. Wo ist es jetzt? Ach ja, hier war das. Genau. Wir brauchen... Wo ist es hin? Das Power Panel? Da ist es. Das ist ein Monitor, so wie es aussieht. Das haut man irgendwo an die Wand. Die Frage ist, ob
der Mundtor. Ich glaube, hier an der Tür macht da mehr Sinn. So. Gut, da ist auf jeden Fall schon mal das Powerpanel. Jetzt brauchen wir eine Small Habitat Battery. Also eine kleine Batterie. Okay, das kann man hier nicht reinstellen. Kann man das draußen vielleicht? Ah ja, hier oben drauf. Da kann man es drauf packen. Auf den, hier. Ja gut, da packt man hin. So. Wir brauchen ja noch ein Solarpanel, ne? Ja. Das ist gut. Kann man das hier irgendwie ansetzen? Ah ja, hier können wir es ransetzen. Zack. So, sehr schön. Wir müssen ja erstmal einen Fabrikator stellen, damit wir hier was produzieren können. Ich will ja nicht immer zurücklaufen. Dann stellen wir mal den Fabrikator hin. Dann können wir endlich hier alles selbst produzieren. Upsala. Da ist der Strom aus. Was sagt denn eigentlich Powerkapazität? Ja, da brauchen wir noch ein weiteres Solarpanel. Da brauchen wir Glas. Super. Dann gehen wir mal rüber und stellen mal schnell Glas her. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, habt ihr Mats besorgt jetzt. Und wir können endlich ein zweites Solarpanel bauen. Ich hoffe mal, das passt da noch ran. Ah, das sieht nicht so aus, ne? Mal gucken. Aber ich glaube, ja, genau. Man kann das aber auch nicht drehen, ne? Doch, man kann es drehen. Aber das passt ja nicht. Doch, es passt rein. Zack. Sehr schön. Na bitte. Damit sieht es ja auf jeden Fall schon mal gleichmäßig aus. Hier nochmal so eine Habitatsbatterie. Die wird jetzt wahrscheinlich hier nicht raufpassen. Ich habe ja gedacht, dass das hier oben irgendwie ranpasst, aber das auch nicht. Aber hier vorne haben wir es ja gleichmäßig. Ja, das passt ja dann, ne? Können wir hier noch zwei Panels anbauen, wenn wir dann mal Lust haben. So, jetzt funktioniert der Strom wieder. Wie sieht's aus? Momentan Powerkapazität 250, benutzt 127. Haben wir also jetzt endlich genug, dass wir hier produzieren können. So. Und dann können wir ja hier in der Geschichte das hier rausnehmen und alle Sachen hier, die schon weiter fabriziert wurden oder produziert wurden, die kommen dann hier in diesen Schrank. Data Transformer herstellen. Und wir brauchen jetzt diese Upgrade-Station. Oh, guck mal, die können wir hier sogar in die Mitte stellen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nehme ich natürlich hier dankend an. Sehr schön. Wird ja ein Schuh draus. Was können wir denn upgraden? Der Jetpack? Was brauchen wir denn dafür? Ein verbesserter Chipsatz? Ach Gott. Nickel brauchen wir und bei dem brauchen wir einen Chipsatz. Und Nickel. Ja, Nickel werden wir wahrscheinlich hier nicht finden. Uns fehlt jetzt 5-mal Kohle, 3-mal Kupfer und 1-mal Chipsatz. Dann können wir den Smelter stellen. Perfekt. Oh, das ist aber groß. Stellen wir hier so ran. Haben wir den da drüber. Da drüben. Ah ja, hier können wir jetzt schmelzen, Sachen schmelzen. Nanitenbarren, Eisenbarren. Alles klar. Und nun müssten wir, wenn alles glatt läuft, ein Lasertool haben. Denn das werden wir jetzt nämlich benötigen. Halt. Einmal hier setzen wir jetzt das Lasertool rein. So, Charge haben wir auch. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch eine Waffe ist, also nicht nur zum Abbauen, sondern auch eine Waffe. Was
denn da? Da flog gerade was. Da hinten. Irgendwie eine Drohne oder was das ist. Hier brauche ich ein Scanner-Tool. Komme ich auch nicht ran, ne? Hier auch ein Scanner-Tool. Aha, man kann also auch das Laser-Tool als Waffe benutzen. Das ist ja interessant. Ja, wo dieses Scanner-Tool gibt, weiß ich jetzt auch nicht. Einen Space Donut bekommen. Ja, wir brauchen mal ein bisschen Sauerstoff. Und schau mal, was wir hier kriegen. Ah, hier. Fabrics und noch ein Donut. Earth Palm Tree, warum auch immer. Vielleicht kann ich auch anbauen. Jetzt habe ich 273 Meter. Die Frage ist, ob ich jetzt das Risiko eingehe und dahin reise oder nochmal zurückgehe. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. So, ich bin mal in die andere Richtung gegangen und das war ein ganzes Stück, muss ich sagen, hier hinzukommen. Also ganz schwierig. Es muss irgendwie noch einen anderen Weg geben. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf so einem Asteroiden und der hat hier komische, ja, Sachen hier. Pilze, Samen hat er. Also ich vermute mal, hier geht es auch dann um Anbau und Gartenarbeit. Man kann hier so eine Art Pilze abbauen und kriegt dann halt eben diese ganzen Früchte. Die sehen dann irgendwie so aus. Die geben zu essen und der Samen ist wahrscheinlich dann, ja, zum Pflanzen. Außerdem, was haben wir noch? Diesen Pilz, ne? Was der macht, weiß keiner so richtig. Steht nicht da. Kann man es essen? Nee. Kann man nicht essen. Gut. Ja, dann gucken wir mal in den Containern da hinten, was da liegt. Nicht, dass da gleich ein Alien rausspringt oder so. Ah ja, da gibt es wieder so Donut. Also verhungern tue ich hier nicht. Muss mal aufpassen. Was liegt hier noch? Alles klar. Da gibt es einmal Nickel und Fabric. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder bei der Station, beziehungsweise auf dem Weg dann zum letzten Waypoint, ne? So, wir sind im Landeanflug, kann man sagen, auf den nächsten Punkt. Übrigens habe ich hier gesehen, da ist Silber. Das ist gar nicht so weit entfernt gewesen. Da kann man also auch noch abbauen. Hier zum Beispiel. Ach, guck mal an. Oh, was ist denn das? Ein Portal. Ich nehme mal alles mit. Hier. Oh, das sieht gut aus. Eine Blueprint. New X Oxygen Station. Okay, wir. Oh, mal gucken, ob ich es schaffe bis dahin. Da ist irgendwas Lilanes. Oh, man geht gleich die Licht aus. Was ist denn das? Eine Keycard. Schnell rein. Ah nein. Oh, Glück gehabt. Ich wollte eigentlich keinen Sauerstoff verwenden. Ach, jetzt geht die Tür auf. Naja, warum nicht? Da sind wir drin. Was ist das hier? Need Keycard for Invader. Die Keycard haben wir aber nicht. Da hinten scheint ein interessantes Portal zu sein. Eine verlassene Station hier oder so eine Asteroidenstation scheint das zu sein, ein Verbindungsstück. Ah, guck mal an, da ist irgendwas Lilanes. Was ist das denn? Use Laser Tool. Oh, was ist denn das? Aha, Advanced Fabricator und Vehicle Station. Oha, das ist natürlich interessant. Da können wir dann unsere Sachen bauen. Das hier übrigens sind wieder diese Nickel-Vorkommen. Aber Nickel haben wir ja jetzt immer. Wir wissen ja jetzt, wo wir es finden. Da kann übrigens auch Silber drin sein, ne? Naja. Ich nehme das mal alles mit hier.
Ah, hier sind auch noch blaue Kristalle. Gold ist hier auch noch vorhanden. Guck dir das an. Hier liegt auch noch was drin. Ja, das ist ja quasi der nächste Technologiesprung. Da ist auch noch ein... Ne, da war nichts mehr. Da habe ich auch schon alles. Hier geht es auch noch weiter. Das ist das, was ich meinte übrigens. Diese Dinger, die da runterhängen. Da ist auch noch Silber und Nickel drin. Nehme ich auch noch mit. Ja, nee, dann ist hier nichts mehr. Es gibt ja auch keine Keycards. So, ich bin zurück von meinen Ausflügen. Und habe da schon einiges jetzt wieder zusammengetragen. So, dass wir jetzt weiterbauen können. Wir brauchen für das Vehikel Hangar, also um ein Schiff oder ein Fahrzeug zu bauen, brauchen wir ein paar Ressourcen. Ich habe mir aber überlegt, erstmal ein Vierfachstück zu bauen. Aus dem Grunde, weil wir eventuell noch zusätzliche Räume brauchen, wenn in dem Vehikel Hangar man keine weiteren Geräte stellen kann. Da würde man nämlich hiermit Probleme kriegen mit diesen ganzen Upgrade-Stationen. So, dass wir erstmal uns darum kümmern, die Basis jetzt zu erweitern. So, da haben wir angebaut. Okay, mit den Platten, das funktioniert nicht so ganz, aber es reicht. So, und jetzt brauchen wir das Hangar, brauchen wir später noch. Jetzt brauchen wir erstmal The Large Room. Ah, es hat sogar drei Zugänge, das Large. Oh, sieht auch ganz gut aus. Jetzt bräuchten wir nochmal so einen, um hier irgendwo das Hangar anzubauen. Ich hätte es ja gerne hinten angebaut. Es geht. Perfekt. Sehr schön, es funktioniert. Sieht aus wie jetzt wie ein kleines Raumschiff. Wenn man das von oben betrachtet. Könnte als kleines Raumschiff durchgehen. So, das ist der Power Charger, oder? Power Cell Charger, genau. Was ist noch neu hinzugekommen? Hier ist ein Vehicle Module Fabricator. Ach, in der Vehikelstation muss man den bauen. Wie soll das denn bitte gehen? Ah ja, hier, so geht das. Zack. Ja, perfekt. Okay, da gibt es verschiedene Sachen. Ein Modul. Das gilt dann halt für die Schiffe halt, ne? Gut, das haben wir auch. Jetzt brauchen wir ein Tool Modification. Das ist ein kleines Gerät. Stelle ich mal hier hin. Ups. Ja, nur. Ah ja, hier. Mining Tool, mal gucken. Hat nichts zum Modifizieren. Hier auch nicht. Das Laser Tool auch nicht. Okay. Also, die beiden haben wir. Einen Fabricator. Oha, haben wir neue Baupläne bekommen. Aha, hier können wir den Orbiter bauen. Das ist interessant. Also, Kupfer, das ist ja gar nichts. Das ist ja mal wirklich gar nichts. So, dann. Sehr schön. Can Craft.
Skipper Vehicle. Ja. Da ist es jetzt. Was soll das denn bitte sein? Das ist ja ein niedliches Gerät. So, ach Gott, guckt euch das an. Das ist so eine Art Motorrad oder wie? Kann man von außen gucken? Ja, immerhin, ne? Wir sind schneller unterwegs. Ich denke mal, das andere, das ist, da hat man eine eigene Atmosphäre. Und dann kann man hier quasi durch die Gegend fahren. Dafür bräuchte man dann wieder verschiedene Materialien. Für das Vehikel hier, für den brauchen wir zwei Orbiter. Eine Vehicle Engine. Zwei Powerzellen und einmal Chipsatz. Es ist eigentlich auch gar nicht so. So, dann kommen wir mal zum Finale. Wir brauchen nur noch ein paar Sachen. Ah ja, hier. Die Vehicle Engine, Orbiter, Advanced Chipsatz, Powerzellen. Ich glaube, Silber weiß ich jetzt nicht. Aber wir probieren es einfach mal. Wir gehen hinter zu der Vehikelstation und bauen dieses Vehikel hier. Machen natürlich Go to Push. Complete Build. Und da ist es. Das ist quasi das zweite Fahrzeug, was hier momentan in der Version, also in diesem Spieltest halt möglich ist. Das übrigens hier, ne, seht ihr ja, schon etwas angebraucht, sagen wir mal so. Hat mir gute Dienste geleistet, aber ich glaube, mit einem Jetpack ist man genauso schnell. Wenn man den ausgerüstet hat oder geupgradet hat. Ja, das ist dann quasi das Überlebensvehikel. Sieht aus wie aus den 60er Jahren. Mal gucken. Enter. Und jetzt haben wir natürlich Third-Person-Ansicht. Das haben wir in dem anderen nicht gehabt. Und können jetzt Autopilot anmachen. Ah ja, Autopilot ist dann also quasi durch die Gegend fahren. Überall, wo wir hinwollen. Und wir verbrauchen natürlich, das ist der Vorteil, kein Sauerstoff. Wo fahren wir denn dann hin? Hier, da ist noch unten eine Kuppel. Fahren wir mal zur Kuppel und gucken uns das mal an. Oh, und dann sind wir eigentlich auch schon mit dem Spieltest am Ende. Gucken wir mal, was es da unten Schönes gibt. Ach, herrlich, dass man jetzt ohne Sauerstoff hier zu verlieren einfach durch die Gegend fahren kann. Kann man hier auch rein in die Kuppel? Ah ja, okay, man landet hier einfach. Herrlich, sehr gut. Hübsches Ding. Gefällt mir. Ja, was gibt's hier noch Schönes? Das mit dem Scanner-Tool, das habe ich noch gar nicht rausgefunden, wie das geht. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben. So, Freunde. Damit sind wir am Ende. Mit Astrometica, jedenfalls für diesen Spieltest, für dieses Update. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht, habt ihr ja bestimmt auch mitbekommen. Und es ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ich finde aber eher, dass das eine Mischung ist aus Breathedge und Subnautica. Also das ist kein reiner Subnautica-Klon. Das werdet ihr auch schnell feststellen. Da gibt es viele, viele Parallelen auch zu Breathedge. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Gameplay, im nächsten Angespielt oder im nächsten Livestream. Vielleicht sogar auch, wenn ihr wollt, dass wir uns das Spiel nochmal genauer anschauen, nochmal in einem gesonderten Video oder Stream. Tschüss.